Die Hälfte der EM-Vorbereitung ist geschafft. Die Vorfreude steigt hoffentlich. Wie fühlst du dich gerade? Ich fühle mich ganz gut. Natürlich nach einer Woche Training hier. Das ist ja auch mehr ein Grundlagentrainingslager, wo wir uns auf die WM vorbereiten. Ein bisschen kaputt, aber ich bin da eigentlich ganz happy. Und nach den Weltcups, die ja nicht so richtig gut liefen für Markus und mich, weil wir auch beide vorher krank waren und ein bisschen Stress um die Ohren, wird es langsam und die Form wird auch, glaube ich, ein bisschen besser. Und ja, wir wollen natürlich nochmal ein gutes Rennen abliefern, damit wir einfach ja, ein bisschen Selbstvertrauen für die WM haben. Aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und ja, ich freue mich drauf.